Auch zwei Wochen nach der Entscheidung der US-Regierung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, hält die Wut der Palästinenser an. Im Westjordanland und im Gazastreifen gingen wieder Menschen auf die Straße. An mehreren Orten kam es zu Zusammenstößen mit israelischen Soldaten. Die Hamas kündigte an, mit allen Mitteln Widerstand leisten zu wollen. Am Donnerstag soll sich die Vollversammlung der Vereinten Nationen in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Status von Jerusalem beschäftigen. Die Mitglieder sollen über eine von Ägypten eingebrachte Resolution abstimmen. Darin soll US-Präsident Donald Trump aufgerufen werden, die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt zu widerrufen. Vor der Abstimmung hat Trump den Mitgliedern offen gedroht, ihnen finanzielle Unterstützung zu entziehen, sollten sie sich der Resolution anschließen. Eine Entschließung der UN-Vollversammlung ist nicht rechtlich bindend, hat aber dennoch politisches Gewicht. In der Vergangenheit sind nur 10 Dringlichkeitssitzungen der UN-Vollversammlung einberufen worden.